Guten Morgen und herzlich willkommen bei Church at Home. So schön, dass du heute Morgen dabei bist. Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, vielleicht hast du aus Versehen auf unseren Link geklickt, vielleicht kennst du uns aber schon recht gut und warst schon einige Male dabei oder du bist Mitglied bei unserer Gemeinde und schon jahrelang dabei. Ganz gleich wie, du bist herzlich willkommen und heute aktiver Teilnehmer unseres Gottesdienstes. Dafür darfst du mitschreiben, dir Notizen machen, mitbeten und auch Kommentare dalassen. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Vielleicht bist du heute noch im Pyjama, vielleicht machst du gerade auch noch deinen Kaffee parat. Lass uns heute einfach Gott ehren, indem wir den Fokus auf ihn legen, uns voll auf ihn ausrichten, auf das, was er heute für uns parat hat. Ich bin davon überzeugt, dass er heute etwas für dich bereitgelegt hat, das dich vielleicht herausfordern wird oder auch einen Schritt näher bringt in deiner Beziehung zu Gott. Lass uns heute wirklich alles, was uns vielleicht ablegen könnte, beiseite räumen und uns auf diesen Gottesdienst, auf die Predigt freuen. Genau, im Moment läuft bei uns in der Gemeinde recht viel. Schon diesen Freitag startet bei uns die Internationals Community. Wenn du Teil davon sein möchtest, darfst du dich gerne bei uns melden oder auch über unsere Website mehr Informationen holen. Das nächste ist der Gottesdienst am 18. Oktober mit Sascha Ernst vom AVC. Diesen Gottesdienst darfst du nicht verpassen. Natürlich sind wir jeden Sonntag da, aber dieser Gottesdienst wird speziell, sei dabei. Das Weitere ist am 14. November. Da gibt es bei uns ein Business Gathering. Wenn du irgendetwas mit Business zu tun hast oder du weißt, dass das etwas in deiner Zukunft, mit deiner Zukunft zu tun hat und du dich damit eingeben möchtest, sei dabei und melde dich an. Genau. Das Ganze darfst du über www.equipper/connect tun. Sehr gut. Bevor wir heute mit unserer Predigt, unserer neuen Predigtserie Changing Room mit Marcel Dürst weitergehen, haben wir noch ein Interview mit unserem Ministry-Teamleiter Silas Vandenwenter. Dazu herzlich willkommen, Silas. Du hast Geschwister. Wie viele hast du? Genau, ich habe vier Geschwister. Wir sind also fünf Jungs zu Hause. Was ist das Schlimmste daran? Ja, eigentlich ist es ein extrem großer Segen, finde ich. Also ich schätze es extrem, so viele Geschwister zu haben. Es ist immer was los. Und ja, wirklich ein wunderbarer Austausch. Teilt ihr euch auch Klamotten? Ja, das hat es natürlich auch schon gegeben. Ja. Heute auch noch? Selten. Okay, das ist noch gut zu wissen, nicht, dass man euch dann vertauscht hier. Wunderbar. Du bist ja eben unser Teamleiter des Ministry-Teams. Genau. Erzähl uns doch ein bisschen über das Ministry-Team für die, die das noch nicht kennen. Was macht ihr? Wer seid ihr? Genau, ich habe diese unglaubliche Ehre, ein geniales Team leiten zu dürfen, voller Leute, die wirklich begeistert sind für Jesus, die sehen möchten, wie das, was Jesus vor 2000 Jahren hier auf dieser Welt getan hat, dass das jetzt genau gleich aktuell ist, dass es genau gleich noch passiert, das Wunder geschehen, dass wir Gottes Stimme hören können. Und genau das ist unser Herz. Wir möchten den Leuten dienen, indem dass wir das Königreich des Himmels hier auf dieser Erde bringen. Hey, so, so schön. Was macht euch denn für unsere Gemeinde so unentbehrlich? Jeder von uns in dieser Gemeinde ist auf einem Weg, näher mit Gott unterwegs zu sein und diese Freundschaft aufzubauen. Und als Ministry Team möchten wir dieser Gemeinde dienen auf diesem Weg. Wir möchten, falls Leute physische Krankheiten haben, Schmerzen haben, möchten wir mit Gebet hinter ihnen stehen. Wenn sie sonst große Glaubens- und Lebensfragen haben, möchten wir einfach auch prophetisch hinhören und die Leute ermutigen und unterstützen. Wow. Ja. Wow. Wenn ich jetzt als Besucher in unsere Gemeinde komme, was erwartet mich oder was darf ich erwarten, wenn ich diesen Dienst des Ministry Teams in Anspruch nehmen möchte? Genau, bei uns im Ministry Team ist wirklich jeder willkommen, egal ob er schon 20 Jahre mit dabei ist und sich völlig hier zu Hause fühlt oder ob er heute zum ersten Mal da ist. Jeder ist willkommen, im Ministry Team Gebet zu empfangen und mit sich beten zu lassen.
Und ja, erwarte einfach, dass Gott etwas Großes tut. Erwarte einfach, komm mit der Erwartung, dass Gott heute etwas anders machen möchte, dass heute Gott deinen Durchbruch freisetzen möchte. Das ist auch unsere Erwartung als Ministry Team. So wollen wir dir begegnen. Und genau, wir wollen einfach Gott Raum geben, etwas Großes zu tun. Wow. Jetzt mit den ganzen Corona-Maßnahmen, die jetzt zurzeit eben auch bei uns in der Kirche gelten, gibt es da eine Möglichkeit für unsere Online-Zuschauer, die eben nicht hier vor Ort sein können, gibt es da eine Möglichkeit, dieses Gebet auch in Anspruch zu nehmen? Genau, mit den Corona-Maßnahmen ist natürlich vieles anders. Zuerst mal hier in der Gemeinde bieten wir diesen Dienst an nach dem Gottesdienst. Mhm. Während die meisten nach draußen gehen, werden wir als Ministerteam mit der Maske vor der Bühne stehen bleiben. Und wenn du auch Gebet empfangen möchtest, komm auch mit einer Maske auf uns zu, dann können wir für dich beten. Mhm. Für die, die zu Hause sind, hey, extrem cool, dass ihr einfach auch Teil dieser Gemeinde seid. Und ich möchte euch einfach ermutigen, ihr könnt euch melden auf equippers.ch/connect. Dort könnt ihr eure Gebetswünsche hinschreiben und wir werden auf euch zurückkommen. Und wenn du jetzt gerade zu Hause bist, ja, vielleicht streck doch einfach mal kurz deine Hände auf. Wenn du irgendwo Schmerzen hast, wenn du irgendwo einfach eine Berührung von Gott brauchst, streck doch einfach mal ganz kurz deine Hände aus und sage, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Heiliger Geist, ich lade dich ein. Komm in mein Haus. Und dann versuch einfach mal zu spüren, ob sich irgendetwas verändert hat. Versuch einfach mal zu bewegen und schau mal. Und ich bin mir sicher, dass Gott heute Leute berührt, dass Gott heute noch Wunder tut. Und genau, das wollen wir sehen, egal ob es hier in der Gemeinde ist oder bei dir zu Hause. Ich glaube, Gott ist überall gegenwärtig. Danke vielmal, Silas. Danke für dieses Interview und auch für euren Dienst in eurem Team. Danke dafür. Ich wünsche noch einen gesegneten Sonntag. Wenn du Gebet brauchst oder auch ein ganz spezielles Gebetsanliegen hast, du darfst dich bei uns melden unter www.equippers/connect und wir kommen zurück zu dir und werden sehr gerne mit und für dich beten. Genau. Letzte Woche hatten wir Thomas Eckenberg da und er hat eine wunderbare Predigt gehalten zum Thema richtig gestört. Richtig? Richtig gestört. Es ging darum, dass wir uns wie auch mit Störungen oder was wir mit Störungen machen, wie wir darauf reagieren. Dazu haben wir einen kleinen Rückblick für euch parat gemacht und dazu jetzt Film ab. Jesus wurde mir zum Vorbild für Umgang mit Störungen. Wir können von ihm lernen. Er lässt sich auf Störungen ein und macht das Beste daraus. Wenn ihr diesen Gedanken mitnehmt, dann habt ihr schon viel gewonnen. Störungen sind nicht für mich. Ich ärgere mich. Sie überfordern mich. Sie machen mich ohnmächtig. Meine Strategie ist, sie auszusitzen. Ich warte, bis sie hoffentlich vorüber sind. In Bern hatten wir früher Anita Weiermann. Sie hat gesagt, kring ab aus Eckle. Kring ab aus Eckle, oder? Wenn Störungen da sind, möglichst nicht beachten, einfach gerade hindurch. Dabei gibt es so viele Störungen in unserem Leben. Das können Menschen sein, bei der Arbeit, in der Kirche, in der Familie, wenn es nicht mehr rund läuft im zwischenmenschlichen Bereich. Es gibt Menschen, die bewusst stören, weil sie Aufmerksamkeit wollen. Noch einmal, Jesus hat sich darauf eingelassen. Und das Interessante ist, dass eigentlich viele Geschichten im Neuen Testament gar nicht aufgeschrieben worden wären, wenn Jesus sich nicht darauf eingelassen hätte. Auf Menschen, die stören. Nur zwei, drei Beispiele, einfach für diesen Gedanken zu vertiefen. Da ist der blinde Bartimäus. Der hört etwas, dass Jesus vorübergeht. Und er fasst Mut und beginnt zu schreien. Und die Leute kommen sofort zu ihm und sagen, das geht nicht, du störst, hör auf zu schreien. Es geht jetzt nicht um dich. Und das hat ihn angestachelt, er hat nur umso lauter geschrien. Und Jesus hat das mitbekommen und hat dann nicht gesagt, da schreit einer möglichst schnell weiter an einen Ort, wo es ruhiger ist. Nein, er ist stehen geblieben und hat gesagt,
Was ist da los? Richtig gestört. Was für eine tolle Überleitung in unsere derzeitige Predigtserie Changing Room. Heute hören wir von Marcel Dürst die neue Predigt zu diesem Thema. Wir haben schon einige dazu gehabt. Sehr, sehr sehenswert. Bei YouTube könnt ihr euch die auch mit anschauen. Es geht bei dieser Predigtserie darum, dass wir uns ganz oft Sachen auferlegen, die gar nicht mehr zu, die uns zu schwer sind, die nicht zu uns passen. Oder auch alte Sachen, die wir schon lange hätten ablegen sollen. Dinge, die uns zum Schwitzen bringen können. Eben Dinge, die wir schon lange hätten ablegen sollen und überhaupt gar nicht mehr zu uns passen. Oder eben auch, kleinen Moment. Viel zu schwer sind für uns. Diese Dinge können wir ablegen, aber gleichzeitig uns auch immer auf etwas Neues freuen. Dazu dürfen wir uns auch heute auf diese Predigt freuen mit Marcel Dürst. Es geht nicht nur darum, Dinge abzulegen, sondern auch immer um etwas Neues, das wir dazu gewinnen können. Ich wünsche euch heute ganz, ganz viel Segen und Freude mit dieser neuen Predigt. Dazu viel Spaß. Ja, guten Morgen vom Chauffeur, der Pastorin. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich begrüße auch ganz herzlich den Livestream, Leute, die sich über den Livestream jetzt zugeschaltet haben. Und ich lade euch beim Livestream und euch hier herzlich ein, jetzt nicht zurückzulehnen, im Sofa beim Livestream nicht zurückzulehnen, sondern zuvorderst auf die Kante des Stuhles zu sitzen. Denn es geht um dich und mich. Ja, wir haben heute Morgen wieder dasselbe Thema der Serie Changing Room. Und es geht um Veränderung. Ich möchte euch den Bibeltext zeigen, den ich dafür gewählt habe. Könnte ich das da auch noch sehen? Danke. Es ist ein Text aus Kolosser. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird, um ihn zu erkennen. Ihr habt den alten Menschen abgelegt. Irgendetwas von dieser Güte Gottes hat uns mal gepackt und hat uns reingezogen. Und da steht, dass wir den alten Menschen abgelegt haben und den neuen Menschen angezogen haben. Einige haben es gesehen, ich habe ein brandneues T-Shirt angezogen. Jetzt ist aber so, das ist wie ein Sinnbild für den brandneuen Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendwie sehe ich den nicht. Wo ist denn dieser neue Mensch? Meistens sagen die anderen, ja, ich kann es sehen. Aber wir können es nicht sehen. Was wir sehen, ist meist, es ist einfach noch nicht neu. Wo ist denn dieser neue Mensch? Da sagt doch Luther ganz kernig, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Ja, wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Und über dieses Spannungsfeld möchte ich heute kurz etwas mitteilen. Lasst mich mit einer Zeichnung beginnen, das liebe ich, das wisst ihr. Also die Frauen dürfen auch Hosen tragen, aber die Männer nicht. Darum ist das immer einfacher, das so darzustellen. Hier unten ist wie unser altes Leben. Und irgendeinmal
meistens mit gewissem Druck in unserem Leben, geschieht eine Umkehr. Eine Umkehr zu Gott hin und wir stehen in dem, was die Bibel eben als neu bezeichnet. Und wir sind in diesem neuen Bereich und sagen, cool, alles ist neu geworden. Und dann beginnen wir auch noch die Bibel zu lesen und merken, wo der Standard liegt. Kennt ihr das? Und dann geht's los. Dann beginnen wir uns zu bemühen, diesen Standard zu erfüllen. Und plötzlich beginnt ein Krampf, neu zu sein. Und darum auch mein Predigttitel: Wann wird das Neue endlich neu? Und alles hier, das, wo wir das nicht erreichen, sagen wir uns, ja, also was geschieht denn hier? Was ist denn hier wirklich neu geworden? Ich sehe es nicht. Ich sehe nur das und ich schaffe es nicht. Wie komme ich zu diesem Neuen? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir gehen nochmals zurück zum Bibeltext. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und den neuen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers erneuert wird. Aha, es ist etwas Neues, das gar noch nicht neu ist, sondern erneuert wird. Ja, wie funktioniert denn das? Und warum ist es denn jetzt noch nicht neu? Was steht dieser Neuerung, dieser Erneuerung im Weg? Es gibt eine Erklärung, die haben wir oft in Lateinamerika gehört. Wir waren ja 10 Jahre da und da kamen oft Leute und sagen, der Teufel ist schuld. Ich benehme mich wieder etwas schlecht, ich brauche wieder etwas Befreiung, kannst du für mich beten? Das wäre ja so cool, wenn wir das so einfach weitergeben könnten und sagen könnten, das ist gar nicht meine Verantwortung. Wenn ich nicht neu bin oder wenn das Neue nicht geht, dann muss der schuld sein. Wenn wir schon von dieser Gestalt reden, lass mich dir 2 Dinge sagen dazu. Erstens, der ist nicht allwissend. Der hat keine Ahnung, was in deinem Kopf und in deinem Herzen vor sich geht, außer du hast ihm und seinen Kumpanen eine explizite Einladung dahin gegeben. Der weiß das gar nicht. Der rät und legt dir Köder vor und hofft, du beißt mal an. Über diese Köder reden wir noch. Das Zweite, der ist nicht allgegenwärtig. Das heißt, ich glaube, es gibt strategischere Orte auf dieser Welt für ihn heute, als bei dir zu Hause zu sein, um dich zu beeinflussen. Ja, okay, wenn es nicht der Teufel ist, dann sind eben die anderen schuld. Dass ich so noch aussehe und nichts Neues ist, ja, die anderen hacken immer auf mir rum und so weiter. Die anderen sind schuld. Wenn ich alleine auf einer Insel wäre, auf einer schönen Insel, dann wäre alles perfekt. Kennt ihr das? Also für die schöne Insel wäre ich auch zu haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie perfekt es dann wirklich ist. Ich möchte das nochmals kurz illustrieren. Wieder zu meinen 2 netten Männchen und Weibchen.
Wir haben vier verschiedene Beziehungsbereiche, die uns beeinflussen. Das sind zum ersten Mal eben die bösen Menschen um uns herum. Dann haben wir aber auch die Umwelt, alles, was rund um uns herum passiert. Covid-19 gehört dazu. Dann haben wir uns selbst, die uns beeinflussen. Und dann haben wir noch das Übernatürliche, das wir Gott nennen, die uns beeinflussen. Und alle diese Dinge, die beliefern uns jetzt laufend mit Input, mit Informationen, mit guten und mit schlechten Ideen. Die bombardieren uns die ganze Zeit, die überrumpeln uns, die stellen uns vor unliebsame Situationen und wir reagieren entsprechend gut oder schlecht darauf. Schlecht darauf, gut darauf. Jetzt, warum funktioniert das mit der Insel nicht? Ja, welcher Teil von diesen vier fällt weg? Es fällt nur der Teil weg. Ich allein auf der Insel habe drei weitere Beziehungsbereiche, die mich beeinflussen. Ich kann mich nicht auf die Insel zurückziehen. Die Antwort muss woanders liegen. Die Wüstenväter, vielleicht habt ihr diesen Ausdruck schon gehört, das waren Mönche, die am Ende des 3. Jahrhunderts sich in die Wüsten von Nordägypten und Syrien zurückgezogen haben, um ein karges Leben zu führen, ein Leben der Askese, des Gebets und der harten Arbeit. Und ihnen wird nachgesagt, dass sie über all die Jahrzehnte sich immer eine Frage gestellt haben. Was steht zwischen mir und Gott? Was steht zwischen mir und dem Neuen? Die Antwort war immer die gleiche. Drei Buchstaben. Ich. Um zu diesem Bild zurückzukommen. Was passiert denn mit all diesen Informationen und diesem Input, dem wir dauernd ausgesetzt sind? Der hat einen Einfluss auf unser Leben und wir haben sozusagen wie neurologisch, die Hirnforschung sagt uns, wir haben zwei Filter, durch die diese Information nun zu uns kommt. Das sind wie neurologische Netzwerke, wie wir verdrahtet sind. Ein Netzwerk ist ein emotionsverarbeitendes Netzwerk und daraus kommen unsere Gefühle. Das andere ist ein kognitionsverarbeitendes Netzwerk und daraus kommen unsere Gedanken. Gedanken und Gefühle, diese Dinge hier kommen durch einen Filter und lösen bei uns Gefühle und Gedanken aus. Gefühle. Ihr kennt sicher solche Gefühle wie auf der nächsten Folie. Meist werden solche Gefühle in uns getriggert. Die Gefühle, die wir dann haben, Angst, Panik, Scham, Hilflosigkeit und so weiter. Eine ganze Serie von negativen Gefühlen. Bekannt? Diese Gefühle sind echt. Diese Gefühle kann man nicht abstellen.
Man kann seinem Herz nicht plötzlich sagen, Ruhe jetzt, und das Gefühl ist weg. Das geht nicht. Nächste Folie, um das darzustellen, ist, dein Herz wird dich nie belügen. Da sind die richtigen Gefühle, die du wahrnimmst. Aber jetzt kommt das Problem. Die Lüge kommt über unsere Gedanken. Was denken wir? Was macht der Verstand mit dem? Der Verstand will ja immer Rückschlüsse ziehen und sich selber beweisen, dass er recht hat. Und jetzt zieht er Rückschlüsse und zieht Rückschlüsse über dich, über mich. Diese negativen Gefühle, die ausgelöst werden durch die Umwelt, durch Menschen, vielleicht durch ein Gottesbild oder das, was schon seit meiner Biografie da drin ist, diese negativen Gefühle, die werden in Gedanken umgewandelt und daraus entstehen negative Glaubenssätze. Die negativen Glaubenssätze, die sind ja uns auch bekannt, oder? Da gibt es Dinge in uns, die wir über uns sagen, die uns ganz stark beeinflussen. Oft denken wir, wenn die anderen wüssten, wie es in mir aussieht. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, ich genüge nicht, ich bin nicht schön genug, ich bin zu schön, ich kann es nicht, ich genüge nicht, ich genüge den Erwartungen nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu hässlich und so weiter. Ihr kennt alle diese Aussagen, die immer wieder in uns ablaufen. Und das sind die großen Hindernisse zur Erneuerung. Diese negativen Glaubenssätze in uns. Was sagst du laufend über dich? Eigentlich müsstest du dir mal, und ich meine mich dabei auch, müssten wir uns einmal eine Viertelstunde Zeit nehmen und eine Top-10-Liste schreiben. Von den Dingen, die immer wieder kommen, mit denen wir uns immer wieder boykottieren. Ja, da gibt es ja einen Song von Lauren Daigle, die ist schon seit über 100 Wochen in den Top-10s der Charts, eine christliche Sängerin, die ist jetzt auch in den Top Charts in der säkulären Welt. Wir haben sie kürzlich im Mediamarkt gehört als Beschallung. Und warum wohl? Natürlich, weil sie eine gute Stimme hat. Das Lied heißt You Say von Lauren Daigle. Die ersten zwei Zeilen heißen: Ich kämpfe immer wieder gegen Stimmen in meinem Kopf, die sagen, ich sei nicht genug. Jede einzelne Lüge, die mir sagt, dass ich die Erwartungen niemals erfüllen kann. Das trifft so viele Menschen. Ich glaube nicht nur die Stimme, ich glaube auch den Inhalt hieft sie in die Top Tens. Und dem gegenüber stellt sie dann, was Gott über sie sagt. Und darauf kommen wir noch. Also, wenn jetzt das abläuft, wir haben diese Gefühle, die lösen die Gedanken aus und der Kopf, der hat ja immer recht, der bestätigt dir täglich, dass das schon stimmt, was du über dich sagst, dann passiert Folgendes. Schlechte Gedanken haben eine schlechte Angewohnheit. Sie schließen schlechte Gefühle ein. Also du kannst keine schlechten Gefühle loswerden, weil die eingeschlossen sind durch ein Gedankenkonstrukt. Und nun hast du beides. Du hast negative Gedanken und wenn die kommen, triggern die deine negativen Gefühle. Scheiße, sorry, anders kann man es nicht sagen. Da läuft was in mir als Automatismus, das die ganze Zeit die Erneuerung Gottes behindert. Da brauche ich keinen Teufel dazu. Das läuft automatisch. Und das, was hier abläuft, wie können wir mit dem umgehen? Das geht natürlich noch weiter.
diese Geschichten, die da ablaufen, die löse ich selbst aus, aber ich mache auch noch etwas anderes damit. Ich habe eine Fernbedienung, die gebe ich jetzt mal Tobi. Tobi, hier ist die Fernbedienung für meine Gefühle. Die lösen ja die Gedanken aus, die schließen die Gefühle wieder ein, und dann läuft das alles ab. Und, oh ja, Tobi, Moment, ich habe dir noch ein riesen Ersatzpaket an Batterien, damit du da ja weiterdrücken kannst. Und Tobi, da gibt es 4 farbige Knöpfe. Bitte die auf keinen Fall drücken. Was möchte er jetzt machen? Tja, das möchte ich ausprobieren. Er drückt schon. Ja, und so geben wir auch die Trigger für diese Gedanken und diese Gefühle an andere weiter. Und die haben es ganz einfach. Das braucht einen Satz, das braucht irgendetwas. Klack. Da läuft das Muster wieder, da laufen meine Reaktionen wieder, da läuft meine Selbstabwertung wieder. Die ganze Zeit. Und irgendwie sind wir da krampfhaft unterwegs, wir müssten doch neu sein. Warum geht das nicht? Ja, du kannst nicht immer auslesen, was in deinem Leben passiert. Aber du hast es in der Hand, wie du darauf reagierst. Es geht um bewusster durchs Leben gehen. Sobald ich bewusst durchs Leben gehe, halte ich inne und muss langsamer gehen. Wenn ich normal in meinem Speed unterwegs bin, laufen diese Automatismen automatisch. Die sind so gut über Jahrzehnte eingespielt, dass die einfach ganz schnell zum Ablaufen kommen. Ich möchte nochmals zurück zu dem Bibeltext gehen. Ihr habt den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt und habt den neuen Menschen angezogen, der nach dem Bild seines Schöpfers fortwährend erneuert wird, um ihn zu erkennen. Also, der neue Mensch, der ist angezogen. Grundsatz. Du hast den neuen Menschen angezogen, wenn du dich Gott zugewandt hast, umgekehrt bist von deinen eigenen Wegen und gesagt hast, Herr, du sollst einen Einfluss in meinem Leben haben. Und jetzt kommt dieser Prozess der Erneuerung. Und die Erneuerung, die geschieht, ich habe es in Klammer gesetzt, die Verbform ist hier fortwährend. Es ist sogar eine ganz spezielle Qualität, die in diesem Text ausgedrückt wird. Es heißt, dem es eigen ist, sich ständig zu verneuern. Verneuern? Kein deutsches Wort, ne? Ich glaube, bei Gott schon, weil der macht auch etwas, das es kaum gibt. Der macht dich täglich neu. Der ist immer dran, Gutes über dich zu sagen. Unsere Aufgabe ist es, uns auf dieses Bild zu fokussieren. Nicht gegen das oder das zu kämpfen, sondern das Bild von Gott und Jesus uns vor Augen zu malen. Da ist die ganz große Lösung drin. Dann beginnt das Neue. Hören aus dieser Beziehung, was er über dich sagt. Und diese Aussagen deinen Glaubenssätzen gegenüber hinzuhalten und denen einen Gegensatz zu geben. Eigentlich wisst ihr hier, eigentlich müsste ich hier einen Deckel haben. Old man, das bin ich auch sonst. Also Deckel auf und die alten Glaubenssätze gehören in die Tonne. Die alten Glaubenssätze gehören in die Tonne. Deine Aufgabe ist es, sie zu identifizieren, Buße zu tun darüber, über deine Selbstabwertung und dem gegenüber das zu halten, was Gott über dich sagt. Und das geht nur, indem du in die Beziehung zu Jesus investierst. Vergiss diesen Krampf hier. Investiere in die Beziehung zu Jesus. Ich
möchte ich euch zum Schluss 4 Punkte geben, wie wir das machen können. Einfache Schritte. Der erste Schritt. Hör auf, dir Mühe zu geben. Stop trying. Du kannst dich nicht verändern. Weil das wäre ja extrem abgöttisch, wenn wir das könnten, da bräuchten wir Gott nicht. Wenn wir von uns aus hier auf 100% kämen, dann bräuchten wir ja Gott gar nicht mehr. Hör auf, dir Mühe zu geben. Und ich glaube, das kann man auch in einem einfachen Gebet sagen. Ich lasse los. Der zweite Punkt ist, lege altes Denken ab und glaube. Die falschen Glaubenssätze gehören in die Tonne, sie nicht bekämpfen. Zurück zu diesem Song von Lauren Daigle, You Say. Ihr Refrain. Du sagst, ich bin geliebt, wenn ich nichts fühle. Du sagst, ich bin stark, wenn ich denke, ich bin schwach. Du sagst, ich werde gehalten, wenn ich zu kurz komme. Und wenn ich nicht dazugehöre, sagst du, ich gehöre dir. Und ich glaube, was du über mich sagst. Ich glaube. Wir haben im allerersten Lied da gesungen, wenn ich denke, ich bin nicht genug für dich, bist du genug für mich. Es geht dem, dieser Schritt ist einfach, dass wir das alte Denken entlarven und wirklich ablegen. Der dritte Schritt ist, investiere in die eine Beziehung. Denn da beginnt die verändernde Kraft. Der Automatismus, der himmlische, ist eigentlich gesetzt. Wenn wir unsere Glaubenssätze loslassen, dann beginnt diese Veränderung. Wenn wir beginnen, auf Gott, unseren Schöpfer, den Vater und Jesus zu sehen, dann beginnt das, dann beginnt diese Veränderung. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, dieser Gott ist weit weg oder ist wieder weit weg. Ja, dann lade ich dich ein, investiere in eine Fernbeziehung. Das wäre doch mal ein erster guter Schritt oder ein erster neuer Schritt. Wie macht man, wie investiert man in eine Fernbeziehung? Erstens, man nimmt sich bewusst Zeit. Weil wenn der Partner hier wäre, dann muss ich mir die Zeit nicht so bewusst nehmen, die ergibt sich. Wenn es eine Fernbeziehung ist, ich muss mir Zeit nehmen. Ich muss. Das ist ein erster Schritt des Bewusstwerdens. Bewusst mir Zeit nehmen. Das zweite, bewusst Kontakt aufnehmen und in Kontakt bleiben. Suche deinen Weg, in Kontakt mit Gott zu kommen. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Ihr müsst das nicht so machen, wie es diese oder irgendeine Kirche sagt. Gott sagt, ich brauche kein Kindermädchen, der mir hilft dabei. Wenn du mich suchst, wirst du mich finden. Kontakt aufnehmen, ganz bewusst und aufrechterhalten. Drittens, bewusst Tiefes erzählen. Wir können so schnell oberflächlich zusammen sein, 2 Stunden verbringen und wir haben nur über andere geredet und nicht darüber, was uns berührt, was uns bewegt hat, wo wir stehen, wie es uns gerade geht. In dieser Beziehung bewusst das zu erzählen, tiefes Erzählen. Und der nächste Schritt ist bewusst still zu sein und zuzuhören, was er Schönes über dich sagt. Das braucht es. Ich muss diese Glaubenssätze immer wieder hören, die positiven, die er in mich hineinpflanzen will. Ja, und dann vielleicht noch etwas, bewusst die Briefe, Chats, Mails oder eben Bibel immer wieder zu lesen, die diese Beziehung
definieren, beschreiben, Gutes über mich sagen. Und zum Schluss bewusst Kostbares notieren. Wenn es uns schlecht geht, müsst ihr zurückgreifen können auf Dinge, die euch kostbar waren und die das wieder hervorbringen, wenn wieder die alten Muster ablaufen wollen. Und dann gibt es vielleicht noch ein letztes. Bewusst darauf hinarbeiten, dass es keine Fernbeziehung bleibt. Es muss näher kommen. Ihr müsst mit Gott zusammen, ich zähle mich dazu, wieder in eine ganz nahe, tiefe Beziehung kommen. Und der letzte Punkt. Ja, sich freuen an den kleinen Schritten. Es passiert etwas, es ist schon geschehen. Meistens sehe ich nur immer das hier. Eigentlich müsste ich das T-Shirt verkehrt anziehen, dass ich das da vorne sehe. Es ist neu geworden. Ja, da hat es noch ein paar Flecken am Rücken. So müsste das eigentlich sein. Und ich will zelebrieren, was Neues in mir geschehen ist. Gott schafft keine Ausschussware. Jeder Mensch, in jedem Menschen hat es etwas Kostbares und Schönes. Das sagt Ruth Pfau, 2017 verstorben, eine katholische Ordensfrau, die in Pakistan Arbeit geleistet hat wie Mutter Teresa. Gott schafft keine Ausschussware. Wo hat bereits Veränderung stattgefunden? Vielleicht kannst du auch andere fragen. Was ist anders? Was ist neu? Was ist verändert bei mir? Und dann mach doch was Verrücktes. Feiere dich einmal im Monat. Lad dich selbst mal ein zum Essen. Koch dir was Feines. Führ dich aus. Am besten nicht ins Kino, das ist wieder Ablenkung, sondern irgendwo hin, wo du über das Neue nachdenken kannst und dich freuen kannst daran. Mach eine Top-10-Liste vom Neuen. Lies dir die vor und freu dich daran. Und selbstverständlich kannst du auch andere einladen. Hey, ich lade dich ein, weil ich möchte mich heute Abend feiern. Machst du mit? Das darf man ja nicht, das tönt ja so stolz. Doch, das darf man. Mach das. Gott macht Neues und er gibt uns auch Grund, uns zu freuen an diesem Neuen. Ja, vielleicht noch die letzte Folie. Zum Schluss habe ich das Ganze einfach nochmals als positive Aussage aufgeschrieben. Damit es aufwärts geht, lade ich euch ein, das hier als Rezept mitzunehmen. Das ist eine ärztliche Verordnung von diesem Sonntagmorgen. Zweimal täglich für 8 Wochen sich das vorzulesen. Nebst der Top-10-Liste und so werdet ihr ganz bestimmt und ganz konkret an euren schlechten Glaubenssätzen arbeiten. Und die schlechten Gefühle werden sich mit auflösen. Ich lade euch ein und auch euch vom Livestream. Jetzt hier lade ich euch ein, aufzustehen. Euch beim Livestream, wenn ihr das mögt, macht das. Auf jeden Fall geht es darum, dass wir einfach jetzt über diese 4 Punkte uns kurz Zeit nehmen und miteinander beten. Herr, ich danke dir, dass ich gut gemacht bin. Ich danke dir, dass das Neue begonnen hat. Ich danke dir, zeigst du immer wieder, was für alte Muster bei mir noch ablaufen. Und ich will loslassen von dem, dass ich immer selbst versuche, mir Mühe zu geben. Ich will glauben, was du über mich sagst. Und Jesus, ich will wieder in diese Beziehung zu dir treten. Ich möchte das Bild sehen, das du in mir am Aufbauen bist. Ich danke dir für das Neue, das schon geschehen ist. Ich danke dir, dass du dran bist, dass da noch einiges kommt, auf das ich mich
freuen kann. Amen. Hiermit verabschieden wir uns vom Livestream. Ich lade euch ein, wenn ihr alleine zu Hause seid, meditiert das nochmals, probiert das einmal mit diesem Ärzterezept. Was für eine Predigt. Hey, so schön. Ich hoffe, dass dich diese Predigt inspiriert hat. Vielleicht hat sie dich ermutigt, einen Schritt zu machen in deinem Glauben. Vielleicht hat dich das jetzt auch gerade etwas aufgewühlt oder auch herausgefordert. Welches Gedankenkonstrukt hat dich gefangen genommen? Welche Gefühle beherrschen dich vielleicht schon seit Jahren und lassen dich nicht mehr los? Was ist es, womit du dich schon seit langem rumplagst? Welche Kleider hattest du das Gefühl, hast du neu angelegt, aber fühlen sich einfach nicht an wie neue Kleider? Oder alte Kleider, die du weggeschmissen hast, aber irgendwie kommen die immer wieder zurück. Die sind noch nicht aus deinem Kleiderschrank raus. Was musst du ablegen, um frei zu sein? Es gibt so viele Dinge, wir kämpfen und wir haben das Gefühl, dass wir müde werden vom Kämpfen, aber eigentlich ist es nur ein Schleppen von einem Punkt zum nächsten und wir werden einfach diese Gefühle nicht mehr los. Vielleicht musst du aufhören, dir Mühe zu geben. Vielleicht möchtest du auch einfach gar nicht mehr über diese Themen, die dich dein Leben lang vielleicht schon begleiten, reden. Vielleicht bist du wirklich zu müde geworden darüber. Ich möchte dich heute einladen, dass du all das oder auch dein Lebensthema, das, was dich schon wirklich lange begleitet, dass du das heute ablegen kannst. Du darfst heute all das, was du mit dir rumschleppst, ablegen. Du darfst deinen Kleiderschrank heute leer machen von diesen alten Kleidern, die irgendwie immer wieder zu dir zurückkommen, die du immer wieder findest. Mach heute rein. Du darfst diese alten Kleider abgeben bei Jesus am Kreuz. Du darfst heute einfach bei ihm deine Last, deine Gefühle, das, was du selber nicht los wirst, von dem du vielleicht dachtest, dass du es los wurdest, aber es ist immer noch da oder kommt immer wieder. Gib es heute ab. Es ist so einfach. Du musst einfach nur Gott abgeben. Du darfst mit ihm reden und er hört dich. Du kannst ihm mit ihm sprechen. Wir nennen es beten. Und dafür hat unser Pastor Dan Zeltner ein Gebet vorbereitet, dass er mit dir beten möchte. Wenn du dich jetzt gerade dazu entscheiden möchtest, jetzt deine Last abzulegen und ab heute deine Last nicht wieder neu aufzunehmen, sondern sie wirklich bei Jesus zu lassen, dann darfst du jetzt dieses Gebet mit Dan Zeltner zusammen beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich grenzenlos liebst. Bitte vergib mir, dass ich dich bis heute ignorierte und stolz glaubte, es alleine zu schaffen. Danke, dass du mich nicht verurteilst, sondern deinen Sohn Jesus Christus an meiner Stelle geopfert hast, damit nichts mehr zwischen dir und mir steht. Heute öffne ich mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Sei mein Freund und hilf mir, deinen guten Plan zu erkennen und danach zu leben. Amen. Amen. Wenn du heute dieses Gebet zum ersten oder auch zum wiederholten Male gebetet hast, dann sei gewiss, im Himmel ist gerade eine riesen Party los. Wir freuen uns auch unglaublich mit dir, wenn du diesen Schritt gemacht hast, wenn du heute entschieden hast, alleine schaffe ich es nicht, ich will es abgeben und ab heute meinen Lebensweg mit Jesus gehen. Dann hast du so viel dazu gewonnen und all das, was dich belastet hat, hast du ab jetzt verloren. Wenn du aber niemanden in deinem Umfeld hast, der Jesus schon kennt, der diesen Weg schon angefangen hat mit ihm, der nicht in einer Gemeinde verwurzelt ist, dann darfst du dich gerne bei uns melden und wir werden gerne den nächsten Schritt mit dir machen. Über equippers.ch/connect darfst du dich bei uns melden und wir kommen auf dich zurück.
Ich habe noch einen Vers aus Kolosser 3, 9 bis 10, den Marcel heute gesagt hatte. Hört auf, euch selbst zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. Das ist so schön. Er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen und jetzt darfst du mit ihm unterwegs sein. So schön. Bei uns ist in der Gemeinde ja immer noch viel los. Dazu möchten wir euch noch einmal gerne mitnehmen, was in der nächsten Zeit bei uns in der Gemeinde passiert. Das ist jetzt am Freitag eben die Internationals Community, die startet um 19.30 Uhr. Auch da, wenn du Teil von dem sein möchtest, darfst du dich gerne bei uns melden, eben unter dem gleichen Link equippers.ch/connect. Und du bist herzlich willkommen dazu. Genau. Das nächste ist jeder Sonntag um 10.30 Uhr zurück hier in der Online-Kirche bei Church at Home. Aber nicht jeder Gottesdienst ist eben ein normaler Sonntagsgottesdienst. Am 18. Oktober haben wir Sascha Ernst vom AVC hier und den solltest du nicht verpassen. Es wird super, das verspreche ich dir. Weiter haben wir ein Event am 14. November. Das ist unser Business Gathering. Das wird auch hier in der Equipperskirche stattfinden, sofern es keine neuen Corona-Maßnahmen gibt, um 9.15 Uhr. Wenn du dich dort in diesem im Business-Metier irgendwie zu Hause fühlst oder du weißt, dass das etwas in der Zukunft für dich eine Rolle spielt, dann bist du herzlich eingeladen. Sei dabei, melde dich an, du bist herzlich willkommen. Heute ist der letzte Sonntag, wo wir für unsere Church at Home Kirche auch die Kollekte einsammeln. Wenn du das Ganze auch unterstützen möchtest finanziell, darfst du das sehr gerne machen. Dazu kannst du eben über Twint oder auch mit deiner Kreditkarte über den Link darfst du sehr gerne eben etwas geben. Und wir bedanken uns über alles. Wir bedanken uns für alles, was du gibst. Danke vielmals. Genau. Es bleibt nur noch zu sagen, dass wir uns nächste Woche genau hier um 10.30 Uhr wiedersehen. Du bist auch da, herzlich eingeladen. Wir freuen uns, wenn du dabei bist bei unserer Online-Kirche. Ich möchte dich noch einfach in die nächste Woche hinaussenden und segnen. Dazu darfst du gerne aufstehen und deine Arme ausstrecken. Ich möchte dich segnen mit Frieden und mit Ruhe. Mit einem Wissen, dass Gott bei dir ist, wenn du ihn in deinen Alltag hinein einlädst. Dass er an deiner Seite ist und dass er dich führt und leitet. Dass er dich nicht fallen lässt, sondern dir aufhilft, wenn du am Boden bist. Dass du in jeder Lage in deinem Alltag einen Beistand hast, vom Himmel gesandt, dass du nicht alleine durch die nächste Woche gehst. Jedes Hindernis kannst du überwältigen. Jedes Hindernis, kein Hindernis ist zu groß für Gott, um es nicht zu bewältigen. Du bist stark und du bist mutig. Damit möchte ich dich in die nächste Woche segnen. Amen. Zuversicht, dass das geschieht, was du versprichst. Unter der Führung von deinem Geist,
und er dein Wort, das mir versagt. Hast in uns die Sicherheit, dass du Herr bist, denn dir gehört alle.